Es ist ja so, dass inzwischen vor 14 Jahren diese fünf Männer, kubanische Staatsbürger, die inzwischen als The Cuban Five bezeichnet werden, international festgenommen wurden in den USA und ihnen der Prozess gemacht wurde. Sehr viele Menschenrechtsaktivisten, Aktivistinnen, unter ihnen auch Amnesty International, fordern seit Jahren die Freilassung von diesen Männern mit dem Argument, dass die Gerichtsverfahren nicht fair waren und dass aufgrund von Dingen, die keine Beweise sind, diese sehr harten Urteile gefällt wurden. Inzwischen ist ja einer der Männer freigekommen nach jahrelanger Haftstrafe. Die vier befinden sich noch immer in Haft. Und es gibt regelmäßig auch entweder die Angehörigen von den Betroffenen oder Menschenrechtsaktivisten, die unterschiedliche Parteien auch in Österreich kontaktieren und hier bitten, in dieser Sache auch unterstützend zu sein. Ich habe zum Beispiel schon im Jahr 2011 den österreichischen Außenminister Michael Spindelegger angeschrieben in dieser Sache und ihn gebeten, dass die österreichische Bundesregierung in dieser Menschenrechtsangelegenheit auch aktiv wird und mit den USA, mit den Behörden auch Kontakt aufnimmt. Die Antwort war eine sehr, sehr zurückhaltende, um es sehr diplomatisch zu formulieren, wo er gemeint hat, naja, das sei eine sehr heikle Angelegenheit und das sollen die zwei Länder zwischen sich sozusagen lösen. Nur wenn es hier sehr, sehr große Bedenken gibt, dass es sich um ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren gehandelt hat, dann ist es zu wenig zu sagen, naja, die zwei Länder sollen das lösen, sondern als eine internationale Menschenrechtsangelegenheit sollte das natürlich alle Menschen interessieren, die an Menschenrechte glauben und für Menschenrechte aktiv sein wollen. Es ist also so, dass auch in den nächsten Monaten und Jahren wir versuchen werden, in dieser Sache positiv etwas zu bewegen. Die menschenrechtlichen Bedenken und die große Kritik an dem Verfahren, an dem Gerichtsverfahren bestehen ja weiter. Und auch die Familienangehörigen von den verhafteten Männern durften sie ja seit Jahren nicht besuchen. Und deshalb ist es notwendig, dass Menschenrechtsbewegte, ob das jetzt Parteien sind, ob das Einzelpersonen sind, ob das Vereine sind, Organisationen sind, an dieser Sache dranbleiben und weiterhin sich dafür einsetzen, damit das Verfahren neu aufgerollt wird, beziehungsweise wenn man sich die ganzen Entwicklungen anschaut, dass die Personen freigelassen werden, weil eben sehr starke Indizien dafür sprechen, dass es kein faires Verfahren war.